Hallo und Halleluja, meine Lieben. Wir schauen mal heute, was du aktuell transformierst, und wir werden das Thema dann für dich auch transformieren, indem wir die Kerze anzünden entsprechend. Und da darfst du heute aus 5 Stapeln wählen. Ich zeige dir die auch mal. Und beim Thema Transformation geht es darum, entweder Glaubenssätze zu transformieren, Schmerzen zu transformieren, alles auf einmal zu transformieren, dein Leben zu transformieren. Also ich habe so das Gefühl, dass es gerade eine ganz große Transformationswelle ist und wir alle im gleichen Boot sind. Und du darfst dich hier einen Stapel aussuchen. Zeitmarken findest du in der Infobox. Und ich bin sehr gespannt, was du heute oder was du gerade aktuell, nicht nur heute, transformierst. Wir legen los mit dir, lieber Stapel Nummer 1. Du hast dich für das Universum entschieden. Ja, nichts Geringeres als das Universum. Huch, oh Gott, sorry, das habe ich hier. Oh, ein Pflänzchen gestoßen. So. Und wir hoffen jetzt mal, dass hier nichts abfackelt. Ich festgestellt habe, dass ich da Papier drin habe. Aber ey, wir transformieren die ganze Bude heute. Na, Daniela, ist ja noch nicht deine finale Wohnung. Können wir noch ein bisschen hier transformieren. Spaß beiseite. Also, was ich bei dir spüre, oh ja, guck mal, das ist etwas sehr Weitgreifendes, könnte man sagen. Also, oder etwas, was sehr tief geht, wo du vielleicht auch schon ganz lange hingearbeitet hast, auch nicht nur in diesem Leben, sondern auch in vielen anderen Leben, und wo es darum geht, dir so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Ja, dass du lernst, in dem Chaos, was du vielleicht aktuell hast, die Harmonie und die Balance zu erkennen. Schau mal, wenn du in den Wald gehst, du würdest nie auf die Idee kommen, den Wald aufräumen zu wollen. Du würdest nicht sagen, oh, der Zweig liegt da im Weg rum, oder das Moos sollte da lieber weiter links wachsen. Im Wald wächst alles so, wie es wachsen soll, und es hat eine Harmonie. Und da käme keiner auf die Idee, den Wald umdekorieren zu wollen. Ja, außer der Mensch greift ein und dann stehen alle Bäume irgendwie so in einer Reihe, so ungefähr. Das sieht man dann sofort, wenn der Mensch eingegriffen hat. Aber du darfst lernen, die Kontrolle aus dem Verstand abzugeben und das große Ganze zu sehen und dich auch diesen Prozess, in dem du gerade steckst, hinzugeben. Ja, das auch ein Stück weit genießen zu lernen. Immer wenn wir sagen, der Weg ist das Ziel, das ist ja so ein Arschgeweih unter den spirituellen Sprüchen, aber so ist es letztendlich, weil ja sich in dir gerade sehr, sehr viel transformiert. Also deine Transformation betrifft auch die DNA, also dass sich da deine DNA umbaut oder sich dein Körper auch verändert. Und deswegen, wenn du auch gerade das Gefühl haben solltest, dass du feststeckst, ist es nur dein Verstand, der das denkt. Weil hier schon mal, wir haben hier männlich und weiblich, was sich so ineinander schlängelt in Form der DNA. Und hier haben wir auch das männlich-weibliche in Balance. Also die Sonne, das Männliche, und die Herzchen, das Weibliche. Und da ist es jetzt wichtig, dass du dich nicht nur von dem einen oder von dem anderen treiben lässt, sage ich mal, sondern dass du guckst, dass du dir genug Ruhe gönnst und genug
Rückzug auch oder Zeit für dich, um zu transformieren, aber dich trotzdem nicht irgendwie so komplett verschließt oder abkapselst und auch traust, in die Welt hinauszugehen, weil nur so sieht man ja auch, was einem gespiegelt wird. Also das ist richtig, richtig schön bei dir und das ist eine sehr intensive Transformation. Also du kannst manchmal schon so das Gefühl haben, als wüsstest du jetzt nicht mehr, wo oben und unten ist, hinten und vorne, weil du dich ja komplett neu ausrichtest. Also es kann auch wirklich sein, dass das körperlich bei dir spürbar ist, auch im Nervensystem, also dass du so, dass du es einfach, ups, in deinem Nervensystem spürst, dass du auch noch sensitiver wirst. Ja, aber es geht darum, dass du auch bei dieser körperlichen Umstellung dich noch mehr mit deiner Seele verbindest. Und darum geht es ja bei diesem ganzen Prozess. Na, immer wenn der Körper sich schon umbaut, kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, dass du schon viel energetisch gearbeitet hast, weil die Materie, die zieht immer zuletzt nach. Und da bricht dann eben auch das Alte weg, was nicht mehr du bist oder du warst, was du niemals du warst, aber womit du dich identifiziert hast. Also so deine Maske fällt und es soll jetzt nicht heißen, dass du dich bewusst verstellt hast, aber das, was du nicht warst, bröckelt runter, um deine wahre Essenz sichtbar zu machen. Und dich noch mehr mit deiner Seele zu verbinden. Und es kann natürlich erstmal chaotisch sein, weil der Verstand sagt, was ist los? Ich verstehe das alles nicht. Und es hat aber seinen Sinn. Du kommst da auch mit dem Verstand nicht weiter. Also nicht nur mit dem Verstand. Ja, das ist wirklich wie so eine Häutung. Ja, und das ist bei dir dieser Häutungsprozess. Vielleicht hast du auch eine besondere Verbindung zur Schlange. Entweder du liebst Schlangen oder du hast Angst vor Schlangen. Wenn du Schlangen nicht magst, dann ist noch ein bisschen, ja, dann tut dir das Tier besonders gut, sagen wir es mal so, ne? Weil Schlangen, immer das, wovor wir bei Tieren Angst haben, vor dem haben wir eigentlich in uns selber Angst. Also gib dich diesem Häutungsprozess hin und hab keine Angst, dass du irgendwie was verlierst, was bei dir bleiben soll oder was zu dir gehört. Ne? Du kannst nichts verlieren, was bei dir bleiben möchte. Ja, also das geht gar nicht. Ne? Also ich glaube, dieses DNA-Thema ist gerade aktuell bei vielen von uns. Ich habe ja auch hier ein neues Tattoo und es sollte auch unbedingt die Spirale sein. Und ich habe das auch, ja, hier beim Stichwort körperliche Veränderungen, ich habe das auch gemerkt, weil mein rechter, also ich habe schon lange hier an der rechten Armseite so einen eingeklemmten Nerv weiter oben, beziehungsweise da war ich noch ein bisschen verklemmt. Und einen Tag, nachdem ich das Tattoo hatte, habe ich das so krass gespürt. Ich habe es ja eh in meinem Video euch mitgeteilt. Ich bin umgekippt vor Schmerzen, weil der Nerv sich sowas von gemeldet hat. Und jetzt nach diesem Prozess merke ich, dass die Spannung, die ganze Zeit im Rücken war, dass die Spannung raus ist. Ja, guck mal, und bei dir, du bist jetzt auch fertig mit der Transformation. Da lösen sich auch Spannungen. Ich verlinke noch ein Video in der Infobox, das heißt Entzerrung durch Zerrung. Ja. Und deswegen, ich bin jetzt nach dieser Zerrung, nach diesem höllischen Schmerz, bin ich hinten gelöster und entspannter im Rücken, weil sich da immer was löst, wenn sich's körperlich zeigt. Immer wenn sich ein Thema körperlich zeigt, dann geht es bereits in die Heilung. Guck mal, hier ist alles möglich. Also hör auch auf, dich mit dem Verstand zu limitieren und dir zu sagen, oh nee, ich schaffe das nie oder oh, ich kann das nicht. Du weißt noch gar nicht, was da alles in dir steckt. Ja, also da hast du noch überhaupt keine Vorstellung. Also öffne dich, das ist das Wichtigste für dich jetzt. Öffne dich erstmal in deinem
Verstand und halte alles für möglich. Alles. Und wenn ich sage alles, dann meine ich wirklich alles. Ja, wir stecken in einer Zeit, wo wirklich alles möglich ist. Unsere Energien sind schöpferisch. Wenn wir das erkennen, dass wir die wahren Schöpfergötter hier auf der Erde sind und mit unseren Gedanken und Gefühlen und natürlich auch Taten erschaffen, dann werden wir feststellen, dass wir viel, viel mächtiger sind, als wir dachten. Ja, deswegen geb dich diesem Häutungsprozess hin, ja, lass das Alte los, das brauchst du nicht mehr, lass die Maske fallen. Ja, mit der Maske hast du dich nicht schöner gemacht, sondern du hast dir dein Licht gedimmt und strahle in allen Farben. Also zeig dich auch von außen oder nach außen so, wie du bist. Ja, wenn du Bock hast, dir, was weiß ich, die Haare pink zu färben, dann mach dir die Haare pink. Sowas, ja. Mega, mega cool. Also da freue ich mich sehr, wenn du das Ganze kommentieren möchtest, lieber Stapel 1. Und ja, ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen und Liebe bei deiner Transformation und bin gespannt, was das mit dir macht und was du dazu sagst. So, und weiter geht's mit dir, lieber Stapel 2. Du hast hier den Regenbogen und die Wolke. Die Wolken, also so wie so eine Regenbogenbrücke. Also wenn ich durch die Kamera schaue, dann sieht man den Abstand nicht. Ich muss hier drüber gucken. So, jetzt. Jetzt, lieber Stapel 2. Jetzt darfst du hier mal ein bisschen transformieren. Schauen wir mal, was du für Brücken schlagen wirst. Die Regenbogenbrücke. Ich liebe ja Regenbögen. Oh, ne? Hier. Auch die Regenbogenfarben sind für mich einfach schön. So, du hast die Regenbogenbrücke. Was möchte dir die Regenbrücke sagen? Ah ja, letztendlich, wir gehen ja alle den gleichen Weg. Wir gehen von der Angst in die Liebe. Unser Verstand produziert Angst, aber unser Urzustand der Seele ist Liebe. Deswegen, jeder von uns hat Ängste und bei dir werden Ängste transformiert und wichtig ist, dass du dich deinen Ängsten stellst und dass du sie als Wegweiser siehst. Also lauf nicht vor den Ängsten davon, sondern geh durch sie hindurch. Ja, das ist hier dein Weg, deine Brücke auch zu deiner Seele, in deine Liebe, in dein Vertrauen. Und nur wenn wir Ängste überwinden und uns ihnen stellen, können wir sie loslassen und erkennen die ganze Zeit, dass sie nicht real waren. Also du transformierst hier ganz alte Ängste, alte Traumatisierungen und das kann sich auch zwischendurch sehr, sehr unangenehm anfühlen. Ne? Also ich bin die letzten Woche auch durch so Ängste gegangen, wo ich gar nicht wusste, wo kommen die her. Ne? Viele hat man von den Vorfahren übernommen, von den Ahnen. Na, und irgendeiner schreit in der Ahnenreihe, schreit am Ende, ich löse die Ängste auf, ich löse den Schmerz auf, ich fühle das alles nochmal durch für euch, was ihr nicht fühlen konntet, was ihr nicht fühlen durftet oder wolltet, weil es auch noch nicht an der Zeit war. Und herzlichen Glückwunsch, dass du dir das ausgesucht hast. Aber wie sage ich immer so schön, aus Scheiße wird Segen. Deswegen, ja. Genau, das ist es, von der Angst in die Liebe. Und du verbindest dich mehr und mehr mit deiner Seele, vielleicht auch über die Stimme, das ist auch die Gesangskarte. Und deine Seele hat eine bestimmte Frequenz, die schwingt in der Liebe. Und das ist dein Weg, deine Transformation. Und da kann es sein, dass du dich nochmal völlig neu entdeckst. Also wenn mir zum Beispiel jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich
mal komplett ungeschminkt mich wohlfühle oder dass ich mich tätowieren lasse und dass ich mir lachende Gesichter tätowieren lasse, dann hätte ich gesagt, ne, sag mal, hast du einander Murmel? Ich hätte das nicht für möglich gehalten, weil ich mich gar nicht richtig kannte. Ja, und deswegen ist es auch, wenn du in dieser Transformation steckst, wichtig, dass du neue Wege gehst, ja, dass du nicht Angst hast, dich zu verlieren, weil du dich auf diesem Weg findest. Du kannst dich nicht verlieren, auch wenn wir uns manchmal verloren fühlen. Du findest den Weg zu dir, du gehst Schritt für Schritt auf deine Seele zu. Deswegen lass dich nicht von deinen Ängsten zurückhalten. Ängste sind aus dem Verstand und der Verstand weiß nicht, was das Richtige für dich ist. Wenn du vor irgendwas Angst hast und du aber immer wieder den Impuls hast, genau das zu tun, lass dich nicht von der Angst zurückhalten. Und das Thema kann dir auch keiner abnehmen und die Entscheidung auch nicht. Weil wenn du ängstliche Menschen fragst, wenn du, sag mal, du hast einen Impuls und fragst einen ängstlichen Menschen, wird er sagen, mach das nicht. Bleib in deiner sicheren Komfortzone, mach das nicht, geh das Risiko nicht ein. Aber wenn du wirklich auf dein Herz hörst, ja, dann stellst du dich deinen Ängsten. Und das hier ist auch die männliche Karte des ja, Sonnenscheinchen, das bist du. Das Tun, das Aktive. Also ich glaube, bei dir ist es wirklich wichtig, dass du aktiv dich deinen Ängsten stellst und durch sie hindurch gehst. Nicht davor wegläufst oder nicht sagst, nee, ich kann das nicht, sondern dass du dich deinen Ängsten stellst und dadurch löst du sie auf und da machst du einen riesen Sprung. Also wenn wir dann aber, sag ich mal, sitzen bleiben und denken, nee, ich mach das nicht. Und sagen wir mal, du bist in der Beziehung unzufrieden und denkst, oh nee, ich setze das mal aus. Dann wird es irgendwann immer schlimmer. Oder in dem Beruf, wo du sagst, boah, ich halte es nicht mehr aus. Und da musst du irgendwann einfach ins Tun kommen und dich der Angst stellen. Oder wenn du Angst hast, Menschen mal deine Meinung zu sagen, dann musst du dich dieser Angst stellen, um sie überwinden zu können. Ja, guck mal, Halleluja, folge deiner Seele, die Endkarte, die Hauptkarte. Und was sage ich am Anfang noch? Ey, mir zieht's die Schuhe aus, soll ich schon sagen. Hier, du gehst den Weg von der Angst in die Liebe. Hier haben wir die Angst und hier haben wir die Liebe deiner Seele. Also, ne, deutlicher geht's echt nicht mehr, oder? Muss ich dazu noch was sagen? Also hier haben wir auch die Mutkarte, ne? Handeln und Ausdauer. Sei geduldig, sei mutig. Und ohne Angst kannst du auch keinen Mut haben, ne? Das ist ja das. Deswegen stell dich mutig deinen Ängsten. Und wenn du dir die Frage gestellt hast oder stellst, ob du etwas tun sollst und dich aber die Angst zurückhält, lass dich nicht zurückhalten. Das hier die Rückseite. Dein Verstand wird immer Gründe finden, etwas nicht zu tun, dir etwas auszureden, dich klein zu halten, dich in der Komfortzone zu halten. Der Verstand findet immer Gründe, nicht den Schritt durch die Angst zu wagen, weil er dich beschützen will, weil der denkt, ja, die Angst ist real und er denkt, da passiert was Schlimmes. Der Verstand will dich beschützen. Aber deine Seele sagt, geh durch die Angst und du kommst mir Schritt für Schritt näher. Du gehst den Weg, die Brücke zu dir selber, zu deinem Herzen. Der Verstand ist konditioniert, geprägt von der Kindheit, von deinen Eltern, von der Gesellschaft. Auch von alten Erfahrungen, die du gemacht hast. So haben sich Ängste aufgebaut oder man hat sie dir eingepflanzt. Vielleicht war auch in der Vergangenheit etwas schlimm, ja, dass du
gesagt hast, oh mein Gott, ich habe in der Vergangenheit aber das schon mal so ähnlich gemacht und das hat nicht funktioniert oder so. Aber du hast dich ja entwickelt in der Zeit. Also lass die Vergangenheit hinter dir und öffne dich dafür, dass es diesmal anders ist. Das ist eine ganz große Mindset-Sache, wo natürlich an das Gefühl der Angst geknüpft ist. Und dein Verstand sagt, nee, geh nicht durch die Angst, ja. Und das ist ein, ich weiß, das, ne, frag mich mal, ne, wie das bei mir immer ist mit meinen Ängsten und meinen Prozessen. Das ist ein, nicht wirklich ein schöner Prozess, weil man hat ja diese Ängste und man versucht die ganze Zeit mit dem Verstand, das im Gehirn zu lösen. Und das funktioniert aber nicht. Das kann auch nicht funktionieren. Weil deine Angst ist ja die Brücke zu deiner Seele, dein Weg quasi. Also musst du durch die Angst durchgehen, um zu deiner Seele zu kommen. Das müssen wir alle. Guck mal, und jetzt haben wir das Ganze transformiert. Witzig, bei Stapel 1 war das dann auch das Ende, also vom Stapel. Also lieber Stapel 2, ab durch die Ängste, die Liebe schubst dich in die Welt und Menschen, die dich lieben, schubsen dich auch in die Welt. Also lass dich nicht von deiner Angst oder der Angst von anderen zurückhalten. Geh durch die Angst hindurch und du erlöst nicht nur alte Schmerzen und alte Ängste, sondern du machst dich glücklich. Dankeschön, dass du dabei warst. Lieber Stapel 2, ich freue mich auch bei dir um dein über einen Kommentar und ja, alles, alles Liebe. So, weiter geht's mit dir, lieber Stapel 3. Du hast das beflügelte Herz. Was transformierst du? Gott, jetzt hatte ich ein Lied von der Bloodhound Gang im Kopf. Das kann ich jetzt aber nicht sagen. Ich weiß, ich hatte ja früher auch mal so eine AC/DC, Guns N' Roses, Bloodhound Gang und was weiß ich nicht, was Phase. Böse Onkels, Ärzte. Ah, ich sag so, ich hatte ganz viele Phasen. Aber hier, du darfst mal. Ja. Wie soll ich sagen, du darfst wirklich zu deiner Meinung stehen. Ja, du darfst mutig in deine männliche Kraft kommen und du darfst den Glaubenssatz ablegen, dass du nicht liebenswert bist, wenn du auch mal irgendwie was, ich sag jetzt mal, was Schlimmes sagst. Witzig, die Sonnenkarte, die fällt gerade echt richtig oft. Da freust du dich, Sonnenscheinchen, ja. Du darfst scheinen in deinem ganzen Licht und dazu gehören auch alle Gefühle dazu. Dazu gehören alle Gefühle. Und dann bekommt dein Herzchen Flügel. Also. Ja, guck mal, Transformation, wie passend. Und hier, du fliegst auch auf die Sonne zu, auf das Licht. Du wendest dich etwas Altem ab, deinem alten Ich, und fliegst zum Licht. Das ist wirklich so dieser Verpuppungsprozess vom Schmetterling. Und ich habe das Gefühl, dass du da jetzt wirklich in so einem Erwachungsprozess steckst, wo du auch nochmal eben neue Seiten an dir entdecken wirst, wo du auch mal feststellen wirst, dass du vielleicht auch mal auf den Tisch klopfst oder auch mal sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ja, dass du zu dir stehst, dass du vielleicht, falls du jetzt aktuell auch noch Menschen in deinem Leben hast, die dir richtig auf die Nerven gehen, die dich klein halten wollen, die dich anschreien oder die dich anmaulen, die dich nicht gut behandeln, lass das nicht mit dir machen. Dazu habe ich übrigens auch einen Online-Kurs.
habe ich in der Infobox, der heißt nie wieder toxische Menschen. Ja, also man hat ja auch immer Lernaufgaben. Also lauf auch vor diesen Lernaufgaben nicht weg, weil wenn du deine männliche Kraft in dir noch nicht für dich nutzt, dann bekommst du sie häufig im Außen destruktiv gespiegelt. Also pass mal auf, achte darauf, was dir Menschen spiegeln, wie die mit dir umgehen und sehe sie als Teil deiner selbst, wie du selber mit dir umgehst. Also du darfst den Glaubenssatz loslassen, dass du nur dann geliebt wirst, wenn du funktionierst oder wenn du lieb und nett bist und in deiner Liebe, na, das kommt immer auf die Umstände an. Was sagt mein Bauch? Der redet ja auch manchmal mit. Was? Ja, ganz verstehe ich dich noch nicht, lieber Bauch. Ah, hör auf deinen Bauch, wenn du mit Menschen zu tun hast, hör auf deinen Bauch und spreche aus dem Herzen. Sprechen bedeutet intuitiv zu sprechen. Und das bedeutet nicht, immer lieb und nett zu sein. Na, wenn ich aus meiner Seele spreche oder wenn ich übergriffige Menschen im Leben habe und aus der Seele spreche, holla die Waldfee, da kommen manchmal Sätze raus, wo ich mir denke, ja, Daniela, im richtigen Moment darf die Seele auch mal verpiss dich sagen. Ne? Also wir denken immer, die Seele ist so weichgespült und die ist immer, ja, lalelu. Nee, überhaupt nicht. Na, das kommt immer auf die Situation an. Wenn du in einer gefährlichen Situation bist oder wenn dich jemand schlecht behandelt, warum sollst du das bitte schön mit dir machen lassen? Guck mal, und du transformierst das auch sehr, sehr schnell. Oh, jetzt sage ich es noch. Sehr, sehr schnell. Bäm, da fehlt nicht mehr viel bei dir. Das wird dir auch Spaß machen. Ja, wenn Menschen deine Grenzen überschreiten und du die auch mal schön zurechtweist, das wird dir Spaß machen mit der Zeit. Ja, super. Kleiner Absturz. Ja, genau. Da, oh ja. Das war das, was ich bei Stapel 1 als Angst hatte. Dass mir hier die Bude abfackeln. Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen. Das Ding ist ja auch das Thema, wie soll ich sagen, so wie etwas abbrennt, ich gehe jetzt hier nicht gleich der Feueralarm los, so wie etwas abbrennt, das sagt auch was aus über das ganze Thema. Ne? Und bei dir, wow, das ist aber eine ordentliche Transformation. Ja, du kannst auch mal dir eine Kerze kaufen zu dem Thema und die abfackeln, wollte ich schon sagen, anzünden. Und dann siehst du, oh Gott, jetzt muss ich aber echt hier aufpassen mit Feueralarm. Dann siehst du, was, wie lange die Kerze abbrennt, sagt etwas aus über dich selber. Also wenn du zum Beispiel zwei Kerzen hast, einmal eine für männlich, eine für weiblich, dann kannst du die männliche Kerze anzünden und die weibliche und schauen, welche schneller abbrennt. Fackelt oder und dann siehst du, wie deine Anteile in dir sind. Ja. Oh, ich ziehe mal noch eine Karte, aber das ist echt spannend. Ich glaube, das ist wirklich auch ein bisschen Wutthema im Sinne von, dass du wirklich lernen darfst, auch deine Wut zu fühlen und damit umzugehen, weil das ist auch ein Teil deiner Seele. Ne? Ich sag immer, Wut und Liebe, alle Gefühle sind Liebe und Wut und Liebe ist eine ganz besondere Kombination. Also ich will dir jetzt auch wirklich nicht meinen Kurs verkaufen, aber wenn du wirklich da ein Thema hast mit toxischen Menschen, würde ich dir den wirklich ans Herz legen. Aber ich habe auch kostenfrei Videos zu dem Thema auf meinem Kanal. Und
Ich hoffe jetzt mal, dass hier der Stapel ausgeht. Also auch schön der Rauch, ne? Du riechst das ja nicht, aber es riecht auch ein bisschen. Aber ich muss den mal trotzdem kurz ausmachen, Moment. So, lieber Stapel 3, jetzt muss ich dich erstmal löschen. Also du entfachst hier auch wirklich ordentlich dein Feuer. Bei dir kommt wirklich sehr, sehr viel Feuerenergie auch rein. Und nimm dieses Feuer an, lerne damit umzugehen. Dazu gehört auch, Wut eben zu fühlen und zu leben. Aber dieses Feuer gibt dir gerade auch die männliche Tatkraft. Auch falls du irgendwo feststeckst oder unglücklich bist, dieses Feuer gibt dir die Tatkraft, dich auch zu befreien oder zu bewegen. Also nimm es auch an. Und du sollst auch keine Angst davor haben, vor deinem inneren Feuer. Oh, ist aber auch ein bisschen... könnte auch auf eine Beziehung hindeuten. Ne? Ich meine, es hängt ja immer alles miteinander zusammen. Wenn wir unser Feuerchen entfachen, ja, das ist sind unsere unteren Chakren, also auch die Nebennieren, ja, die sind der Antrieb, da werden aber auch Sexualhormone produziert. Also immer wenn wir unser inneres Feuer entfachen, kommt die Leidenschaft zurück. Und da kann es bei dir auch ordentlich knistern. Vielleicht knistert es auch schon. Also da kommt sehr, sehr viel auch Leidenschaft rein. Uhuhu. Ah, das ziehen wir jetzt mal noch eine Karte. Geht jetzt noch in eine ganz andere Richtung bei dir. Also da kommt sehr viel Antrieb, Leidenschaft. Und wirklich nimm dieses Feuer in dir an. Hab keine Angst davor. Ich habe das Gefühl, manchmal hast du noch ein bisschen Angst vor deinem inneren Feuer. Brauchst du nicht. Ja. Was soll man da noch sagen? Alles ist möglich. Ja, weil wer sein inneres Feuer entfacht hat, der zündet hier alles ab. An. Der fackelt die ganze Bude ab. Also vielleicht solltest du wirklich so als Ritual entweder das mit den Kerzen machen oder... irgendeinen Brief noch mal schreiben, um was loszulassen, das zu transformieren. Also, weil hier liegt schon eine sehr mächtige Energie. Ja, also da wirst du auch unter Umständen sehr viele Menschen mit erreichen. Lieber Stapel 3. Auf der Rückseite, Herzöffnung. Ja. Na, du gehst ja hier drauf zu. Und die Seele, na, auch ich habe hier auch mein lachendes Herzchen, aber die Seelen, auch wenn die sehr kindlich sind oftmals und verspielt, aber die sind sehr mächtig. Ja, das wird manchmal auch so unterschätzt, wie viel Macht ein Herz hat, das brennt. Greif nach den Sternen. Ne? Also... da bin ich mal echt sehr gespannt. Es kann auch sein, ach ja, das noch kurz als Hinweis, die Sonne, die polt sich ja alle 11 Jahre um. Ja, da findet eine Umpolung in der Sonne statt. 2024 ist es wieder an der Zeit. Und es kann sein, dass du da sehr von diesen, ich sag mal, Sonnenaktivitäten beeinflusst wirst und auch manchmal jetzt dir denkst, so, irgendwie, was ist los? Du bist sehr stark mit der Sonne verbunden. Wir alle sind mit der Sonne verbunden, aber der eine spürt es mehr, der andere weniger. Also wenn die Sonne transformiert oder sich umpolt, dann ist es bei dir genau das Gleiche. Ne? Also wir sind ja mit allem verbunden. Mit allen Planeten, allen Sternen und natürlich vor allem auch mit der Sonne. Ne? Die beeinflusst ja uns ganz stark. Also... das hilft dir aber auch, das selber zu transformieren. Ne? Aber das kann halt, wenn eine Umpolung stattfindet, das ist halt auch keine kleine Transformation, sondern eine sehr, sehr große Transformation. Ne? Deswegen, wenn du die ganze Zeit, dein Leben lang dachtest, zum Beispiel, ja, ich darf nicht wütend sein
oder ich darf nicht so und so sein. Und plötzlich sagt dir jemand, doch, Wut ist wichtig, um dich mit deiner Seele zu verbinden und dein Feuer zu entfachen. Dann denkst du dir so, was hat mir noch keiner gesagt? Und die Sonne ist ja auch Feuer. Und ohne der Sonne wäre kein Leben möglich. Es ist wichtig. Feuer, Wut, männliche Energie. Also stell dir da auch die Frage, wofür du brennst. Und ja, mach dein Licht nicht kleiner, sondern lass es leuchten, lieber Stapel 3. Und ja, da hast du ordentlich transformiert. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht spürst du es auch schon. Ich würde mich über deinen Kommentar und dein Feedback sehr freuen. Schön, dass du dabei warst. Und Sonnenscheinchen schickt dir auch noch mal ganz viel Feuer ins Herzchen. 4. Bude wäre schon fast abgefackelt. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir wird. Ne? Es sagt ja immer was auch so über die aktuelle Energie aus. Mal schauen, ob du, lieber Schmetterlingsstapel, mir auch die Bude halb abfackelst. Transformation. Und was transformierst du, lieber Stapel 4? Herzlich, ups, willkommen. Ja, bei dir geht es auch um die Verbindung zu deiner Seele. Und alles, was nicht deine Seele ist, was auch in deinem Körper feststeckt, muss natürlich erstmal rauskommen, damit die Seele rein kann. Ich sage immer so schön, die Scheiße muss raus, damit die Liebe rein kann. Auch in unseren Körper, auch in unsere Zellen. Und wir haben oftmals sehr viel niedrig schwingende Gefühle in unserem Körper feststecken. Und die müssen sich lösen und wollen sich lösen, um Platz für die Seele zu machen. Es hört sich komisch an, ist aber so. Also je mehr wir das aus unserem Körper erlösen an feststeckenden Gefühlen, was da noch drin ist, umso mehr kann unsere eigene Liebe, die eigene Seele in den Körper Einkehr halten, sage ich jetzt mal. Und darum geht es bei dir, alles loszulassen, was nicht deine Seele ist, sprich, was nicht du bist. Du bist nicht dein Schmerz, du bist nicht deine Wut, du bist nicht deine Ängste, du bist nicht deine Schuld oder Schamgefühle, das bist du nicht, aber du hast es hier als Mensch. Und das ist die Herausforderung, hier auf der Erde Mensch zu sein, mit allen Gefühlen, aber sich trotzdem immer wieder bewusst zu machen, ich bin nicht meine Angst, auch wenn ich sie habe. Und das wird dich sehr, sehr erleichtern. Also es kann auch sein, dass du gerade irgendwie so körperliche Schmerzen hast, weil sich was löst oder andere körperliche Symptome. Und da ist es wichtig, das loszulassen. Ja, und das geht sehr, sehr tief, weil das sich durch die Ahnenreihe auch bei dir durchzieht. Und schon mal, du hast hier die Spirale im Herzchen hier am Baum, und da finden wirklich Veränderungen in dir statt. Es kann auch sein, dass du eine Erbkrankheit hast oder übernommen hast und dass du dieses Thema emotional heilst, und dann heilt es auch körperlich in dir. Und das ist mal, da kriege ich gleich Gänsehaut, seht ihr? Das ist mal eine ganz, ganz große Nummer. Oder Krankheiten, die also genetisch bedingt sind oder vererbt werden, oder die es öfter in der Familie bei dir gab, dass du das Thema erkennst und heilst und die Gefühle, die dafür verantwortlich sind und in den Körpern feststecken, oder die die Genetik so umprogrammiert haben, dass sich Teile im Körper zerstören, oder ja, dass du diese Gefühle erkennst, erlöst und damit dann auch das körperliche Thema heilst.
Da habe ich auch ein Video, das ich mache mir mal eine schnelle Notiz. Heilung. Ich verlinke da ein, zwei Videos, Heilung, Schmerzen. Also, es kann wirklich sein, dass du gerade körperlich auch was spürst oder eben krankheitsbedingt. Und auch an der Stelle nochmal der Hinweis, ich muss immer dazu sagen, meine Videos ersetzen keine medizinische Behandlung, aber ergänzen sie. Ja, also auch wenn du denkst, du hast irgendwas Unheilbares, dann möchte ich dir an der Stelle sagen, nichts ist unheilbar. Nichts. Auch wenn es in der Vergangenheit vielleicht so war, es wird nicht mehr deine Realität sein, wenn du erkannt hast, was zu der Krankheit führte. Das sind manchmal Muster, manchmal Prägungen, Traumatisierungen, verdrängte Ängste, verdrängte Schuldgefühle, verdrängte Schamgefühle, Schmerz, der nicht gefühlt werden konnte. Ja, und das hat immer mit dem Mangel an der eigenen Liebe zu tun. Und du verbindest dich hier aber mehr und mehr mit deiner Seele und befreist aber halt jetzt auch nochmal so alte, feststeckende Gefühle. Und es ist herausfordernd. Ja, das ist nicht angenehm, phasenweise. Aber wenn du durch diesen Prozess gegangen bist oder da, sage ich mal, dich traust, den Gefühlen zu stellen, dann wirst du dich auf jeden Fall belohnen. Und dann ziehst du auch Menschen mehr und mehr übers Herz in dein Leben. Also man ab einem gewissen Punkt, ja, wo man wirklich man selber ist, wo man authentisch ist, wo man sich nicht mehr verstellt, zieht man auch Menschen ins Leben, die wirklich auch zur Seele passen. Schau mal, und da bist du schon transformiert. Ja, und das ist wirklich hier diese Transformation von der Raupe zum Schmetterling, ne? Also du bist dein Leben lang als so eine Raupe rumgekrochen. Und deine Familie, die Generation davor auch. Man hat dir gesagt, du bist eine Raupe. Und jetzt verpuppst du dich und denkst dir gerade so, oh mein Gott, was bin ich denn jetzt? Was werde ich? Pass nirgends mehr rein. Ich bin noch eine Raupe. Und jetzt stellst du fest, dass du zum Schmetterling wirst. Aber dieser Verwandlungsprozess ist halt intensiv, ne? Weil wenn man sein Leben lang denkt, man ist eine Raupe und das immer gesagt bekommt, dann glaubt man das natürlich. Ja, und wenn du immer gehört hast, so, oh, du hast was Unheilbares oder was weiß ich nicht was, dann glaubt man das halt auch irgendwann, weil es halt auch der Realität entsprochen hat. Und du sollst aber da jetzt in der Situation das große Ganze sehen. Ja, und ich sage ja auch immer, aus Scheiße wird Segen. Und wenn du dieses Ahnenthema heilst, dann sei dir auch sicher, du hast deine Ahnenreihe an deiner Seite. Also verbinde dich auch mit denen und frag sie um Hilfe. Ja, und das war auch wichtig, dass sie vorangegangen sind und dir auch diesen Weg ermöglicht haben. Du hast hier die Chance, ein Familienthema zu heilen. Das ist ein ganz, ganz großes Kino, sage ich jetzt mal, ne? Guck, und hier der Schmetterlingsengel. Wow. Aber das ist auch für mich nochmal so die Ahnenkarte. Also auch wirklich, dass du weißt, du hast Ahnen an deiner Seite. Also auch wenn geliebte Menschen dich verlassen haben, die sind da, die unterstützen dich. Also lass dich nicht unterkriegen. Glaub an dich, glaub an deine Fähigkeiten und glaub an die Macht deiner Liebe und folge deinem Herzen. Lieber Stapel 4, ich freue mich sehr,
über dein Feedback, wenn du es mir geben möchtest, und wünsche dir alles, alles Liebe. So, und jetzt haben wir noch dich, lieber Stapel 5. Dieses wunderschöne Einhorn mit Flügel, Regenbögen. Schauen wir mal, was du aktuell transformierst. Ups. Ja. Hab hier schon Wachs gekleckert. Lieber Stapel 5. Was transformierst du? Ach, guck mal hier. Ja, habe ich hier ein Konfetti auf der Karte. Ist auch süß. Ja, Sonnenscheinchen, du darfst lachen. Was transformierst du? Kann sein, dass du dich manchmal wie das letzte Einhorn fühlst. Auf dieser Erde. Weil du manchmal das Gefühl hast, hier nirgends so reinzupassen. Und du musst hier auch nicht reinpassen. Also du musst nicht versuchen, dich in irgendwas reinzuquetschen. Und hier haben wir auch wieder die Transformationskarte. Es geht um eine Art Erwachungsprozess. Und diese Erwachungsprozesse, die sind manchmal immer mit so einem Sterbegefühl verbunden. Also dass man das Gefühl hat, eher zu sterben. Und für dich ist aber an der Zeit, dass du dich wieder mehr öffnest. Ich glaube auch, dass du diese Transformation, sag ich mal, bald abschließen wirst, so weit, dass du sagst, so jetzt, vielleicht warst du längere Zeit im Rückzug und jetzt darfst du dich wieder öffnen. Ja, schau mal, wie das fließt bei dir. Es fließt richtig, wow. Lass es einfach fließen. Öffne dich und lass es fließen. Und trau dich, dich einzigartig zu zeigen. Trau dich, sich so zu zeigen, wie du bist und wie du dich fühlst. Versuch nicht, dich in irgendwie was reinzuquetschen oder wo reinzuordnen oder anderen unterzuordnen. Ja, wie passend. Ach, jetzt fällt mir das ja das Einhorn. Guck mal. Und ich sage noch nicht einordnen, nicht unterordnen, selbstbestimmtes Leben in Einzigartigkeit. Darum geht's bei dir. Hör auf, die Bedürfnisse anderer befriedigen zu wollen und hör auf, andere dir als Vorbild zu nehmen. Du brauchst niemanden, der für dich ein Vorbild ist. Also nicht, also man kann schon Vorbilder haben, aber du brauchst niemanden nachzueifern. Du machst komplett dein eigenes Ding, weil du hast so hohe Energien. Wie soll ich dir das sagen? Wenn du dich an anderen orientierst, ist es für dich nicht von Vorteil, sagen wir es mal so, weil deine Energien höher sind. Deswegen, du gehst da vielleicht völlig neue Wege, in welcher Form auch immer, wo erstmal noch nicht so Mainstream ist und massentauglich vielleicht, aber folge da wirklich deiner Intuition. Und du hast eine, hier, du hast ein Einhorn, du hast die Intuition, ups. Also wie witzig das, ne? Ich habe hier in diesem Kartendeck habe ich ja nur ein Einhorn. Und jetzt haben wir hier das Einhorn am Start. Vielleicht verbindest du dich auch mit den Einhörnern. Ja, das ist eine ganz hohe Liebesenergie. Ja, und lass irgendwie die Ängste los, dass du nicht genug bist oder dass du das nicht schaffst oder dass mit dir was nicht stimmt. Du bist was Besonderes. Guck mal, wie du hier runtertropfst. Das ist ein richtiges Kunstwerk.
Und hab auch keine Angst, Altes loszulassen. Alles, wo man klammert, ist immer der Verstand. Der klammert sich fest, auch an Schmerzen. Der Verstand klammert sich auch an Krankheiten fest. Aber du lässt los. Je mehr du dich hingibst und fließen lässt im Leben und ins Leben hinaus, umso leichter wird dir alles fallen. Hier Authentizität, Einzigartigkeit und Selbstliebe. Nochmal Einzigartigkeit. Nochmal die Einzigartigkeit. Vielleicht hast du dich da früher geschämt, aber du bist was Besonderes. Ich meine, jeder ist irgendwo was Besonderes, aber du bist hier das letzte Einhorn. Gefühlt. Wichtig ist, dass du das so annimmst, dass du dich so annimmst, wie du bist. Ja, und du, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du so ein Sternenkind bist. Wir haben ja auch überall die Sterne. Und wenn man dann, sag ich mal, von einem anderen Stern kommt, ja, dann bringt man ja auch automatisch die Starseed-Energie mit. Das ist eine sehr hohe Energie, die auch sofort, wenn man aus dieser Anbindung herausspricht, in den Körper auch der anderen reingeht, ne? Wenn sie das wollen. Ne? Das ist ja nicht übergriffig, die Energie. Aber es ist eine sehr mächtige Energie. Eine sehr liebevolle, aber auch eine sehr mächtige. Oh, da möchte ich jetzt noch eine Karte ziehen für dich. Oh ja, aber nicht alle. Die da. Ja. Du bist frei. Es kann sein, dass dir dein Verstand irgendwie manchmal noch sagt, nee, du bist da noch nicht oder du bist das noch nicht genug und du musst da noch und du bist frei. Also wenn dich eine Angst noch zurückhält, ne, der Käfig ist offen. Die Angst kann dich zurückhalten, durch den Käfig hindurchzugehen, aber der Käfig ist offen. Hab keine Angst, rauszufliegen. Du kannst ja jederzeit zurückgehen in den Käfig. Schau mal, und jetzt hier dein Thema ist auch gleich transformiert. Also wenn du aufhörst, dich mit deinen Gedanken einzuschränken oder zu limitieren oder dich irgendwo versuchst, weiterhin einzuordnen, wenn du damit aufhörst, dann bist du frei. Also lieb dich so, wie du bist und erkenn dich als das Besondere, was du bist, wer du bist. Schauen wir mal noch aufs untere Kartendeck. Entscheide dich für deine Seele. Hör auf deine Intuition. Entscheide dich nicht für dein Ego, das dich zurückhält und klein hält und dich in eine kranke Gesellschaft einordnen möchte. Du wirst da nicht reinpassen, du kannst da nicht reinpassen in die Masse. Und es soll nicht bedeuten, dass du alleine sein wirst oder dass du niemanden um dich hast, der dich versteht. Im Gegenteil. Aber hör auf, dich da in irgendwas reinquetschen zu wollen, was nicht zu dir passt. Also sagen wir mal, wenn du vielleicht auch so einen, ich sag mal, einen Job hast, wo du bestimmte Kleidung anziehen musst, wo du dich nicht wohlfühlst, weil du das nicht bist, dann denkst du, irgendwie stimmt was mit dir nicht. Aber es schafft dir so ein Leben, dass du dich da nicht einordnen musst. Und entfache andere mit deiner Energie. Halleluja, hier ist auch schon wieder... Oh! Hier haben wir auch schon wieder Wohnungsbrand im Moment. Also ich musste dich jetzt hier leider löschen. Aber du siehst es, das Thema ist transformiert. Also lass dein Licht leuchten.
Zeig dich in deiner Einzigartigkeit, lern dich dafür zu lieben und ja, sei einfach du selbst und lass die alten Masken fallen. Geh durch deine Ängste, werde aktiv, mach das, was sich für dich gut und richtig anfühlt und folge deiner Seele. Ja, lieber Stapel 5, ich hoffe, dass du da was mitnehmen konntest und dass da für dich was dabei war. Und danke für deine Energien, danke, dass du hier bist, danke, dass du dabei warst und ich freue mich sehr auf deinen Kommentar und für das, was du mir hier hinterlassen hast. Guck mal, ist auch süß, ne? So diese Wachspopel. Danke für deine fließenden Energien. Alles, alles Liebe. Amen over and out.